Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Jura 10 Jahre Origin. Heute sind wir mal wieder auf dem kleinen schottischen Inselchen Jura. Da gibt es mehr Viecher wie Einwohner und eine Whisky-Brennerei. Von dieser habe ich schon den 16-jährigen Jura's Own probiert. Blende ich euch rechts oben mal den Link ein. Und den Superstition ohne Altersangabe, der hat einen gewissen Rauchanteil. Heute habe ich den 10-jährigen hier ohne Rauch. Ist so ein typischer Einsteiger-Whisky, 40 Volumenprozente mit Farbstoff, Zuckercouleur eingefärbt, dass er dunkler und reifer wirkt. Er ist auch kühl gefiltert, damit er, sollte er auf Eis getrunken werden, nicht trüb wird. Ja, soll ja durchaus vorkommen, dass da mal einer Eiswürfel reinschmeißt. Sollte man natürlich nicht tun. Ja, Jura ist so eine Brennerei, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört nicht zu meinen Lieblingen. Ist so eher im unteren Drittel angesiedelt. Liegt zum einen daran, dass die Brennerei eben ziemlich stark mit Farbstoff den Whisky färbt. Zum anderen, ja, meiner Meinung nach sind die Whiskys relativ nichtssagend. Was mir sehr gut gefällt, ist die Flaschenform. Auch wenn sie gefühlt alle 4 Wochen das Design von der Verpackung ändern. So wie ich die Flasche hier habe und so wie die Box hier aussieht, gibt es den Jura nicht mehr. Wurde dann irgendwann mal abgelöst von so einer gelben Box mit Blick aufs Meer raus. Und jetzt die aktuelle Box sieht wieder relativ ähnlich aus, dieser hier. Ja? Aber auch wenn sich da ständig die Verpackung ändert, der Inhalt bleibt immer der gleiche. Immer gefärbt. Ja, die Flasche ist wirklich schick. Das muss man denen lassen. Da steht robust drauf. Ist der Whisky robust? Mal fallen lassen. Liegt auch gut in der Hand. Ja, das reicht. Oh, hier duftet es schon. Liegt Duft in der Luft. Ja, hier riecht man gleich verschiedene Sachen. Ein bisschen anders als so andere 10-Jährige. Das muss man ihm lassen. Ist so eine Mischung aus so Karamell, diesem Fatsch, diesem weichen Karamell. Dann hat man hier so eine gewisse Nussigkeit, aber auch so eine leichte Rosine. Also wenn ich sage, der riecht nach Studentenfutter, dann passt es. Studentenfutter und Karamell. Viel mehr kann ich da aber auch nicht raussortieren. Aber so komplex sind ja 10-jährige Whiskys auch nicht. Nicht unbedingt. Zumindest nicht welche, die für den weltweiten Markt in riesigen Massen abgefüllt werden. Und da zählt der Jura 10 Jahre definitiv dazu. Ja, milde Nase, leichte Nase. Alkohol sticht nicht. Kein Wunder, der hat auch nur 40 Volumenprozente. Ist ein angenehmer Whisky, der in der Nase ein bisschen anders ist als die Masse von 10-Jährigen, die dann überwiegend aus der Speyside kommen. Maritimen Charakter nicht unbedingt, also Rauchgehalt hat er nicht. Irgendeine Salzigkeit oder so rieche ich da auch nicht raus. Was hier wie gesagt markant ist, ist diese intensive Karamellnote und dann dieses Studentenfutter. Slange. So, beim Schlucken hat es geschmeckt wie dieses, da gibt es so ein Eis mit so einem roten Stiel, das schiebst du hoch. Das ist nicht dieses Ed von Schleck ist weiß-rot, da gibt es noch eins in weiß-gelb. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber so schmeckt es wie dieses Eis zum Hochschieben mit dem roten Stiel. Viel mehr im Geschmack kam da auch nicht, eine dezente Nussigkeit, die hält sich auch ein bisschen im Abgang, der Abgang aber auch relativ kurz. Und dadurch, dass ich mich jetzt so auf das Eis konzentriert habe, habe ich eigentlich gar nichts anderes geschmeckt. Ja, das Karamell wird stärker. Deckt jetzt das Studentenfutter zu. Also der riecht jetzt richtig nach diesem Fatsch. Wer das Fatsch kennt, der weiß, was ich meine. Wer es noch nicht kennt, wird es Zeit, dass es mal probiert. Ist geil, esse ich gern. Ich esse allgemein nicht viel Süßkram, Naschkram. Aber so Fatsch gönne ich mir eigentlich öfter mal. Ja, Karamellende. Das Studentenfutter rieche ich jetzt nicht mehr wirklich. Ich weiß, dass es da war, deswegen habe ich noch so einen Hauch davon. Aber das Karamell ist jetzt intensiv und sonst eigentlich nichts. Wer Karamell mag, ja unbedingt, ne?
ziemlich wässrig im Geschmack. Also wirklich, jetzt ist auch leider dieses leckere Eischen weg. Dezente Nussigkeit, eine dezente Bitterkeit. Bitterkeit erinnert mich an Mandeln. Mein Abgang ist kurz, da bleibt eigentlich nichts. Also ich will jetzt irgendwie den Whisky nicht abwerten, aber wer einen Shoppen machen will, wer einen saufen will mit einem Single Malt Whisky, dann ist der vielleicht nicht der falsche. Was ich ihm positiv anrechnen muss, ist, den gibt es in der Literflasche ab und an schon mal für 28-29 €. Das ist recht günstig, also wenn er einen einfachen Whisky sucht, wo er mal ein Glas mehr von trinken kann, oder vielleicht, wie gesagt, einfach mal einen Shoppen mit einem Single Malt statt mit irgendeinem Fusel machen will, der kann hier auf den Jura 10 Jahre in der Literflasche zurückgreifen. Ist ein einfacher Whisky, man bekommt eine ordentliche Menge für einen vernünftigen Preis. Mehr kann ich ihm leider hier nicht attestieren. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein.